Andere machen wir alles per Hand. Können wir auch ein wenig Feuchtigkeit drauf und ich mache jetzt Glasreiniger drauf für die Feinarbeiten. Die muss man mit der Hand schleifen, weil
Das ist schwer zu sagen. Thank you.
Gentlemen, jetzt heißt es wieder mega Felge aus Polen. Jetzt heißt es wieder lackieren. Bis jetzt war ich zufrieden mit dem Lack. Deswegen kaufe ich immer den Mega Felge aus eBay. Genau. So, machen wir mal eine dünne Schicht drauf. Bloß, dass mal was drauf ist. Ja, Abstand muss man immer halten. Das Übliche. Und ich mache jetzt bloß mal eine kleine Schicht drauf. Genau. Aber ich sehe jetzt gerade, was ich vergessen habe. Den klebe ich dann ab. Obwohl nicht schlimm das ist, weil der sowieso schwarz ist. Das ist sozusagen einfach mal, dass eine Schicht drauf ist. Genau. Das müssen wir jetzt ein wenig antrocknen. Und dann machen wir die nächste Schicht. So, jetzt die Felge trocken. Jetzt tue ich die mit dem Filz anschleifen. Weil der Filz ist fein.
der Felge muss ich das machen, weil die so extrem geschliffen worden ist, dass ich jetzt nochmal fein, weil sonst sieht man die ganzen großen Kratzer drin vom Schleifen. Genau. Und so können wir das jetzt nochmal schön ein wenig anschleifen. Vor allem hält dann der Lack besser. Das ist ein wenig Geduldarbeit. Man muss das jedes Mal trocknen lassen. Weil sonst hat man gleich Lauf da drin. Kann sein, dass ich sie wahrscheinlich vielleicht nochmal anschleifen muss, aber auf jeden Fall nochmal lackieren muss, weil ich sehe jetzt schon die Unebenheiten, die sieht man einfach. Jetzt habe ich sozusagen die Oberfläche, mache ich jetzt überall. Da sind jetzt nicht so viele Kratzer, weil ich da nicht so viel geschliffen habe. Aber das schleife ich auch mal ein wenig an.
umso sauberer die Felge geschliffen ist, angeschliffen ist, umso besser wird das Ergebnis. Jetzt mache ich sie mit den Lumpen den Stauder weg. So viel Staub hat sie jetzt nicht durch den bisschen Anschleifen. Sein, dass ich da noch mal drüber muss. Ich glaube, das war die stark gespachtelte Stelle hier. Ich booste da drüber, weil ich wahrscheinlich überall noch mal besser wäre, sogar wenn ihr einen Kompressor hättet. Habe ich zwar aber nicht oben. Dass die Fusseln weg sind. Habe ich lauter Fusseln dann drauf. Jetzt, dass ich auch noch besser sehe, nehme ich noch mal ein Baustellenlicht dazu.
dann sehe ich nämlich noch besser, wie ich lackieren muss. Genau. Mit dem kann man sozusagen auch sehr gut lackieren. Um besser zu sehen. Bei meiner Erfahrung muss ich sowieso noch mal drüber lackieren. Bloß man darf nicht so viel, sonst läuft's. Deswegen habe ich gesagt, Geduld. So, jetzt durch die Gegenteile noch besprühen. Bläse stört hier ein wenig.
Genau, das lassen wir jetzt erstmal trocknen. Und dann schauen wir mal, wo wir noch ein wenig nachsprühen, wenn das wieder trocken ist.